Die größten Herausforderungen sind aus meiner Sicht eine Reform des parlamentarischen Systems, wie wir es kennen, in dem Sinne, dass Bürger mündiger geworden sind, gebildeter, dass wir eine Bevölkerung haben, die politisch interessierter ist, die sich engagieren will, die auf Beteiligung besteht, aber eine politische Struktur haben, die stark auf Repräsentation setzt. Und dieses Spannungsverhältnis neu zu gestalten und neue Formen von Beteiligung zu entwickeln, das, glaube ich, ist die wirkliche Verfassungsaufgabe, die wir gegenwärtig haben. Ich denke, die wichtigsten ist auf Beteiligung zu setzen, auf allen Ebenen der Politik, wobei, wenn man mehr Beteiligung haben will, eigentlich ein Umbau der politischen Strukturen nötig ist. Wir haben ja gegenwärtig ein Auswandern politischer Entscheidungen in internationale Gremien oder auf die nationale Ebene. Aber wir haben relativ viel Beteiligung auf kommunaler Ebene, ohne dass die Kommunen stark genug wären, die Impulse der Bürgerschaft wirklich auch umzusetzen, sodass wir immer in Gefahr sind, Beteiligung zu einem Ornament werden zu lassen, das relativ folgenlos bleibt. Das kann sich nur ändern, wenn wir mehr Autonomie, mehr Selbstständigkeit auf die kommunale Ebene bringen. Bekanntes Beispiel: Schulen. Sozusagen können Bürgerinnen und Bürger etwa im Schulbereich auf kommunaler Ebene mitwirken, können sie bei uns nur sehr begrenzt, weil eben wesentliche Elemente der Schulpolitik auf Landesebene praktiziert wird und die Bürger also keine Reichweite haben, um da konkret die schulischen Verhältnisse positiv zu beeinflussen.